ein bisschen zu spät im Jahr, um noch so mitten in die Blütezeit zu kommen, hat Manfred Lendner, der Geburtstägler von heute, sein Wiegenfest. Diesmal ein rundes. Und wir kommen alle zu gratulieren und es bleibt niemand weg, weil wir wissen, wenn Manfred Lendner ruft, dann ist zumindest immer etwas in der Luft, was neu und anders geregelt werden soll. Auch dann, wenn es der 60. Geburtstag ist. Und deswegen habe ich mich ausdrücklich um den Apfelbaum hier gekümmert und geschaut, ob wir nicht im Hintergrund zeigen, dass einerseits Reife und andererseits die Bereitschaft zur neuen Blüte da ist. Das ist der Präsident des Nordbayerischen Musikbundes, der heute feiert. Und dem wir alle herzlich gratulieren aus der Ferne, weil der Weg halt doch ganz schön weit ist und weil wir wissen, dass der Manfred in seiner eigenen Umgebung in Kürnach und Co. so dominant ist, dass man eigentlich auch nur den Saal füllt. Alles, was notwendig ist, erledigt er selbst. Das beweist er im Landtag, wo ich ihn kenne. Das beweist er eben in Unterfranken, wo wir zusammen Heimat haben. Und das beweist er in der Musik, wo wir gemeinsam dafür sorgen, dass das alles auf dem neuesten Stand ist. Neben Peter Winter, dem wir dankbar sind für seinen Einsatz im Haushaltsausschuss, saß der Manfred Lendner. Und er war für den Bereich, der uns umtreibt, natürlich genauso zuständig. Und insoweit ist am 60. Geburtstag in diesem Fall genauso viel Dank angesagt wie die herzliche Bitte, uns nicht untreu zu werden, sondern mit uns zusammen den nächsten Marsch zu intonieren. Das hat der Landtag ja gerade erst beschlossen. Und jetzt hängt ganz viel an ihm und seiner weiteren Einsatzfreude, an dir, lieber Manfred, dem wir noch einmal ganz herzlich gratulieren und uns wünschen, dass du nicht nur gesund bleibst, sondern fränkisch durch und durch, wie das bei dir in der Zeitung unlängst hieß. Kompliment. Kompliment für das Getane und uns ein Kompliment, dass wir dich dabei bei all der anderen Tätigkeit dafür gewinnen konnten, dich besonders für uns einzusetzen. Lass es uns dabei bleiben. Gemeinsam. Danke.